sure I'm gonna do. Stretch it, stretch it, make sure I'm gonna do. Stretch it, stretch it, stretch it. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und wir präsentieren Ihnen heute ein Spiel in der FUT Champions Weekend League. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Sehr interessantes Spiel hier in der FUT Weekend League. Und jetzt bin ich gespannt, wer sich durchsetzen kann. Toller Pass. Gefährlich. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Hier sehen wir es. Das ist die Aufstellung von Ihnen heute. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Mbappé. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Neymar gegen Lionel Messi. Wie siehst du dieses Duell? Nun, Neymar ist heute darauf aus, seine Stärke bei den Distanzschüssen auszuspielen. Keine Frage. Lionel Messi ist ein Spieler, der jede Abwehr auseinandernehmen kann mit seinen Pässen, seinen Doppelpässen, seiner Übersicht. Das wird eine tolle Partie. Der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Darincha. Mbappé. Da verlieren sie den Ball. Zuspiel auf Messi. Gute Aktion. Messi mit der Flanke. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Das ist Cruyff. Sissoko. Garincha. Spielt den Ball. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Kanté. Ballverlust von Kanté. Mbappé. Jetzt ist es gefährlich. Schönes Zuspiel. Garincha. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Alexandro. Tanguy Ndombele. Da sind Mitspieler frei. Macht er gut. Christus Deutschkopf! Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Matthäus. Sissoko. Sieht vielversprechend aus. Sergio Ramos geht dazwischen. Tanguy Ndombele. Die Chance zur Führung. Da lassen sie den Ball gut laufen. Und die Balleroberung, wichtig.
Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so ist es und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Und da ist der Ball wieder weg. Wird das eine Torchance? Da können sie jetzt flanken. Der Ball kommt. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Tanguy Ndombele. Conte. Philippe Anderson. Jetzt Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen Erfolge des Leo Messi bislang ausgeblieben. Ja, das wurmt sich ja so ein bisschen. Es hat eben noch nicht tolles Zuspiel. Da passt er auf und kann klären. Es ist ein richtig enges Spiel bisher. Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote. Und ich bin gespannt. Da kommt der Pass. Er kann abwehren. Sissoko. Garrincha. Ball geht direkt wieder zurück. Garrincha. Zurück zu Mbappé. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Er sieht gelb, aber viel wichtiger ist, wo das Foul passiert ist. Ganz gefährliche Position, Wolf. Und Freistöße können sie. Das haben sie oft genug bewiesen. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen sie sich was Besseres einfallen lassen. Tanguy Ndombele. Conte, Philippe Anderson. Das könnte was werden. Jetzt vielleicht. Ter Stegen passt hier gut auf. Da kommt die Ecke. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Lionel Messi. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet ein klasse Keeper aus, ein echter Rücken. Ter Stegen ist da, stark gemacht. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ja, der Schuss jetzt. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell, der Ball war doch eigentlich schon drin. Guter Pass. Was macht er draus? Und jetzt die Chance. Für sie sauber. Das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Und das wird ihnen jetzt richtig Aufwind für die zweite Hälfte geben. Ja klar, wenn du so kurz vor der Pause triffst, das ist ein gutes Gefühl. Und das gibt dir natürlich nochmal richtig Dampf für den zweiten Abschnitt. Der perfekt. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten. So, weiter geht's. So ist es, der zweite Durchgang läuft. Messi. Solskov am Ball. Tanguy Ndombele. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Nun Varane. Johan Cruyff jetzt. Garrincha. Conte. Philippe Anderson. Ball bei Lionel Messi. Klasse Pass. Kante, das sieht gefährlich aus. Die Chance zum Tor. Abgepfiffen. Fahne oben. Varane am Ball.
Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Garrincha. Schöne Flanke. Neymar muss es machen. Gefährlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Philippe Andersson. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschuss weiter. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das könnte gefährlich werden. Bombastisch. Ja, der Ball im eigenen 16er. Messi. Risto Stoichkov. Messi. Sieht gefährlich aus. Könnte der Ausgleich werden. Scheiße. Und er macht ihn rein. Ausgleich. Eine super Aktion. Sie sind wieder drin im Spiel. Schauen wir mal, was noch alles passiert. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Da werden sie ein bisschen schwierig geworden. Aber er hat die Chance, die auch einfach zu verwerfen. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Johan Cruyff jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sissoko! Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Philippe Andersson. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Jetzt eine gute Flanke. N'Golo Kanté. Erneut so ein hervorragender Pass. Kanté mit dem Ballverlust. Jetzt haben sie den Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wird das eine Torchance? Das war eng, aber er hat ihn. Das ist Cruyff. Sie verlieren den Ball. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Oh, viel Platz jetzt. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Werner. Jetzt Firmino. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nun Firmino. Werner. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Timo Werner. Ah, das könnte es sein. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Jetzt Alexandro. Stoichkov am Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kylian Mbappé Lothar. Werner. Tor. Ausgleich. Das ist klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Laurent Blanc.
Werner. Jetzt müssen sie aufpassen. Conte. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Philippe Andersson. Philippe Andersson. Alonso Maximon. Gut von Varane, er blockt den Ball. Der Stegen hält, Ball ist noch im Spiel. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Guter Pass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Und da ist der Ball wieder weg. Timo Werner könnte die Führung werden. Super gemacht vom Torwart. Ecke, das ist die Chance auf die späte Führung. Ecke kommt rein. Varane! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Der Ballverlust. Noch gibt es keinen Sieger. Wir kriegen noch. Jetzt müssen sie die Müdigkeit noch mal verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Nun Firmino. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Werner. Mbappé. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Messi. Besonders gerne scheint Lionel Messi. Das ist jetzt seine Chance. Phänomenal! Ohne Worte! Messi zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Überragende Leistung mal wieder des Argentiniers. Sie verlieren den Ball. Christos Deutschkopf. Da verlieren sie den Ball. Firmino. Jetzt Neymar. Timo Werner. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Timo Werner. Roberto Firmino. Blanc. Ball läuft da gut jetzt. Garincha. Toller Zweiger. Viel mit Auge. Alonso Maximon. Und die Balleroberung, wichtig. Jetzt der Ballverlust. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen wir dranbleiben. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Fünfzehn Minuten in der Verlängerung sind vorbei. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Da wäre Platz auf außen. Flach kommt der Ball. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Laurent Blanc. Und Firmino.
Wird das seine Torchance? Werner! Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Conte. Risto Stoichkov. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Könnte gefährlich werden. Der Stegen spitzelt den Ball so gerade eben noch über die Latte. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungs. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Werner. In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was? Lionel Messi. Jetzt hat er den Ball. Blanc. Varane. Die letzten 5 Minuten der Verlängerung sind angebrochen. Acuña. Und nun Alexandro. Saint-Maximin. Sie holen sich den Ballbesitz. Werner. Werner. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Firmino. Super gelöst, den Ball hat er. Und das ist der Ballverlust. Timo Werner. Das Spiel wird heute im Elfmeter. Es wird spannend. Der erste Elfmeterschütze steht bereits. Nicht drin. Er hält ihn. Richtig gute Aktion. Jetzt ist also alles... Ja, da prallt er vom Aluminium ab und geht doch noch hinter die Linie. Das nenne ich mal Glück. Er zeigt keine Nerven. Der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Alles ist bereit für dieses Duell. Aufgepasst von Ter Stegen, sehr gut gehalten. Und er hält ihn. Was für eine Reaktion. Er macht sich bereit für dieses... Klasse verwandelt. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Jetzt also das Elfmeter. Der Schuss war gut platziert. Ja, der ist für den Torhüter nicht einfach zu halten. Das ist fast schon ein Unmensch. Gehalten mit einer tollen Reaktion. Das ist die Entscheidung. Na gut. Zweiter Test. Mit Ton.